Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie bereits gesagt, diese Woche fand die Auslosung der Champions League 2023-2024 statt. Und zwar die Gruppenauslosung. Ihr seht hier, zum letzten Mal wird jetzt übrigens dieser Modus gespielt hier mit den 32 Teams. Oder ich weiß jetzt nicht genau, wie der neue Modus sein wird. Auf jeden Fall wird das das letzte Champions League Turnier sein, was in diesem Modus so gespielt wird. Ich bin gespannt, was im nächsten Champions League Turnier für Modus gespielt wird. Ich weiß es jetzt nämlich noch nicht so wirklich. Aber gucken wir jetzt nicht auf die Zukunft, gucken wir jetzt auf die jetzige Zeit. Und da blicken wir jetzt hier auf die 8 Gruppen, je 4 Teams. Und man muss sagen, es sind ein paar... Kurzer Ausfall mit dem Handy. Ich bin mit dem Bein gegen den Tisch gekommen und das Handy ist runtergefallen. Also, was ich sagen wollte war, bei diesen 8 Gruppen sind zum Teil auch Gruppenpaarungen dabei, die es wirklich, wirklich in sich haben. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, weil ich muss mich jetzt auch ein bisschen beeilen, sondern schauen wir uns mal die Gruppen hier mal an. Und zwar Gruppe A wurde sofort der FC Bayern München gelost. Die ersten Teilnehmer, die in der jeweiligen ersten Position stehen, sind die Champions League-Sieger Manchester City, sowohl der Europa League-Sieger FC Sevilla als auch noch 6 internationale Meister in den jeweiligen 6 großen Fußballligen. Und wir starten mit Gruppe A. Mit FC Bayern München, die als allererstes gezogen worden sind aus Top 1 jetzt bei der Auslosung, die ja schon ein bisschen her ist. Bayern München spielt in der Gruppe mit Manchester United, also das ist schon groß. FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. Also Gruppenfavoriten sind auf jeden Fall Bayern und Manchester United. Und Bayern hat ja immer ohne Probleme die Gruppenphase auch immer mit brisanter Leistungen überstanden. Gruppe B machten hier für uns der Europa League Sieger FC Sevilla, dann FC Arsenal, PSV Eindhoven, wo einst auch noch Götze mal gespielt hatte, und RC Lens aus Frankreich. Die Gruppe ist eigentlich so ein bisschen offen, also RC Lens dürfte der absolute Außenseiter sein und die vermeintlichen Favoriten sind da eigentlich Sevilla und Arsenal, aber mal gucken, was es uns so bringen wird. Gruppe C, der italienische Meister SSC Neapel, in der Gruppe mit Real Madrid, das ist schon krass, Sporting Braga und Champions League Neuling aus deutscher Sicht, erste FC Union Berlin, von Saison zu Saison sich immer gesteigert, Conference League gespielt, Europa League gespielt und jetzt dürfen sie auch die Champions League spielen. Und man muss sagen, die Gruppe ist nicht einfach, vor allem Real und Neapel in einer Gruppe zu haben, aber Union könnte man schon zutrauen. Also die sind nicht der Top-Favorit, das ist ganz klar. Das sind ganz klar Neapel und Real Madrid. Aber Union könnte man eventuell eine Überraschung zutrauen, weil die aktuell in einer richtig guten Form sind. Mal gucken, wie es da so laufen wird. Gruppe D haben wir Benfica Lissabon, Inter Mailand, der RB Salzburg, der bei UEFA-Wettbewerben, so habe ich es heute rausgefunden, als FC Salzburg bezeichnet wird, deswegen habe ich es auch so hingeschrieben, und aus der spanischen Liga Real Sociedad. Die Gruppe ist eigentlich auch so ein bisschen offen, aber Lissabon und Inter Mailand werden es da, glaube ich, regeln. Dann haben wir unten Gruppe E mit dem niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam. In der Gruppe mit Atletico Madrid, Lazio Rom und Celtic Glasgow. Die Gruppe ist völlig offen, muss man sagen. Also das ist schon ein bisschen, das ist jetzt keine Top-Gruppe. Atletico Madrid ist, glaube ich, der Favorit. Und dann wird schon interessant zwischen Glasgow, Rom und Rotterdam, wer da den zweiten Platz markieren wird. Also Gruppe E ist keine Top-Gruppe im Gegensatz zur Gruppe F. Denn die Gruppe ist aus deutscher Sicht richtig brutal.
Vor allem der französische Meister PSG haben wir. Dann Vizemeister Borussia Dortmund, der AC Mailand und Newcastle United. Und ich muss sagen, Dortmund wird es richtig, richtig schwer haben, diese Gruppe zu überstehen. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, wie es ja, wie sich der BVB in dieser Monstergruppe durchschlagen wird. Also mal gucken. Die vorletzte Gruppe, Gruppe G, mit dem Titelverteidiger Manchester City, RB Leipzig, Roter Stern Belgrad und der BSC, die Young Boys aus der Schweiz. Auch eine interessante Gruppe, vor allem weil Manchester City und RB Leipzig zum wiederholten Male gegeneinander in der Champions League, egal ob Gruppenphase oder K.O.-Phase, spielen dürfen. Ihr erinnert euch an letzte Saison, da hat es ja in der Rückrunde für Leipzig eine richtig glatte Überraschung, also was heißt Überraschung, eine richtig große Klatsche gegeben mit dem 0 zu 7. Niederlage, der höchste Vereinsniederlage überhaupt bei Leipzig. Also mal gucken. Aber ich denke mal, Leipzig und City werden da ohne Probleme, werden da weiterkommen. Und dann, last but not least, Gruppe H, FC Barcelona, der spanische Meister, FC Porto, Schachtar Donetsk und Neuling Royal Antwerpen aus Belgien. Da ist ganz klar Barcelona der Top-Favorit und dann wird sich, glaube ich, Porto noch als Gruppenzweiter durchsetzen. Jo, das sind auf jeden Fall die Gruppen. Ihr seht, ich habe ja jetzt noch keine Termine eingetragen. Ich werde das entweder direkt machen noch, also die Tage vorbereiten, dass ich dann 2, 3 Tage vor offizieller Beginn der Gruppenphase hier nochmal auch sagen würde, wie die Partien des jeweiligen Spieltags sind. Ich hatte das ja, ihr wisst ja noch aus der letzten Saison, da habe ich immer 2 Spieltage immer gemacht. Diesmal werde ich immer jeweils einen Spieltag sehen, weil ich gesehen habe, die Spieltage, also die sind schon terminiert und die Spieltage sind immer 2 Wochen Unterschied. Also dazwischen ist immer eine große Pause, aber ich denke mal, so immer ein bisschen auseinandergehalten, jeder Spieltag. Von September bis Dezember wird die Gruppenphase der Champions League gespielt. Da dürfen wir gespannt sein. Ich werde dann immer Spieltag für Spieltag an die Partien erinnern und dann danach die Ergebnisse. Da werde ich mir auf jeden Fall die Zeit nehmen. So, eure Meinung gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Gruppenphase oder von den Gruppen haltet. Ich finde sie auf jeden Fall richtig stark. Ich habe die Auslosung am Donnerstag verfolgt und ich war begeistert von den Paarungen. Also, das wird eine richtig tolle Saison. Zum letzten Mal, wie gesagt, in diesem Modus, so wie es jetzt dasteht. Eure Meinung in die Kommentare. Wir hören uns am Freitag wieder, unter anderem mit dem Video, wie die deutsche Nationalmannschaft jetzt die nächsten Länderspiele nach der großen Sommerpause jetzt hier bestreiten wird und wen sie alles vor sich haben werden. Das gibt es am Freitag. Am Freitag, also nächstes Wochenende, gibt es ja keine Bundesliga. Deswegen gibt es auch nächste Woche keine Bundesliga-Prognose natürlich. Und ja, es kommt ja noch ein Infovideo am Freitag mit dem Thema, was ich ja gestern Abend schon diskutiert habe, über bestimmte Spiele, wie die dann jetzt Wochenende für Wochenende terminiert werden. Zu den Plan am Freitag. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche dann morgen und an alle aus Rheinland-Pfalz, die noch in der Schule sind, einen schönen Schulstart morgen. Und von meiner Seite war es das hier jetzt und ich sage Tschüss und Ciao und bis nächste Woche.